Franz Liszt ist zweifellos der große Unentdeckte unserer Klassiker. Er ist zweifellos längst auch ein Klassiker, aber er ist eben in seiner Zeit ein Moderner gewesen. Er wollte, wie er selber sagte, die Musik der Zukunft in Weimar komponieren. Und wir können hier an dieser Ausstellung, aber auch an diesem Listjahr überhaupt, sehr schön zeigen, dass Weimar in der Mitte des 19. Jahrhunderts plötzlich ein Ort der avantgardistischen Musik wird. Und das wird Weimar ganz wesentlich durch Franz Liszt. Franz Liszt bringt Wagner mit, führt hier die Wagner-Opern auf, die ein neues Kapitel in der Geschichte des Musiktheaters aufschlagen. Und wir sehen eben Liszt nicht als einen Menschen, der mit als Denkmal seiner selbst in Weimar zum Denkmal wird, sondern als einen Mann, der in Weimar neue Möglichkeiten künstlerisch erprobt. Das muss uns Herausforderung sein. Was hat denn den Kosmopoliten Franz Liszt, der überall in Europa als Klaviervirtuose Erfolge feierte, dazu bewogen, ins kleine Weimar zu ziehen? Liszt kommt zweifellos, um an dem Ort zu leben und zu arbeiten, an dem Goethe gelebt und gearbeitet hat. Und Goethe ist nicht der deutsche Klassiker für Liszt. Goethe ist der europäische Geist um 1800, den Liszt über die französischen Romantiker kennenlernt, also Hugo und Delacroix. Das sind Menschen, die ihm Goethe nahebringen. Er verehrt diesen Mann und möchte an dem Ort, an dem der gelebt hat, auch leben. Dass das ein Ort in einem kleinen Fürstentum ist, ist vollkommen unwichtig. Aber es ist ein Ort mitten in Europa. Und was bedeutet Franz Liszt heute noch für die Weimarer? Man denkt ja eher an Goethe, Schiller und Herder, wenn das Wort der Städtename Weimar fällt. Ja, das ist vollkommen richtig und gleichzeitig vollkommen falsch, denn Liszt ist wirklich einer der großen und bedeutenden Menschen des 19. Jahrhunderts und er hat an keinem Ort der Welt länger gelebt als in Weimar. Er hat hier die wesentlichen Teile seines kompositorischen Werkes geschaffen. Deswegen gehört er in die Mitte der Überlieferung, die wir hier in Weimar leisten müssen. Ja, wir müssen ihn wieder kennenlernen, wir müssen ihn aus der Ecke holen, in die ein Jahrhundert ihn gestellt hat, das sich nicht vorstellen konnte, dass die Weimarer Klassik etwas mit der Moderne am Beginn des 20. Jahrhunderts, sprich mit dem Bauhaus, zu tun hat. Und das ist falsch. Es sind in ihrer Zeit die innovativen Bewegungen, die hier in Weimar begonnen haben und in Weimar gelebt worden sind. Und ich denke, das wäre eine Aufgabe, die auch fürs 21. Jahrhundert Weimar gut anstünde. Herr Seemann, wir danken Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ich danke nochmal.